So, wir melden uns heute vom Online-Radio Düren aus der HTG Arena. Zu Gast bei mir der Sportdirektor von SV Kurdistan Düren. 14. Spiel heute mit 2:0 in die Kabine. Am Ende nun unentschieden. Wo hat es gelegen? Ja, in der zweiten Halbzeit haben wir Fehler gemacht. Wir sind nicht im defensiven Bereich auf den Ball mehr draufgegangen. Und noch einen kleinen Spiel und dann passieren Sachen, kriegst einen Elfer und durch den Elfer kommt dann der Anschlusstreffer 2:1 und zum Ende hin machen die natürlich ein bisschen Druck, eine sehr schön ausgespielte Flanke in der Mitte, Kopfball 2:2. Ja, Sie haben es angesprochen, der Vorelfmeter war berechtigt, beide waren berechtigt, Sie haben wir auch eingekommen in der ersten Halbzeit. Aufwind natürlich nach dem Anschlusstreffer und Ihre Mannschaft hat es einfach nicht verstanden, sag ich mal, den frühen Gegendruck rauszunehmen, clever rauszunehmen. Ja. Die Cleverness hat auf jeden Fall gefehlt. Also wenn du 2:0 hier führst, musst du auch ein bisschen die Zeit runterspielen lassen und dementsprechend auch auf dem Platz das so präsentieren. Bei Einwürfen, wenn ich einen Wurf in die gegnerische Hälfte werfe, richtig, kann sowas passieren, anstatt den langen Einwurf in die andere Hälfte zu werfen und dann danach passieren das Elfmeter und dann kommt der Anschlusstreffer und dann motivierst du den Gegner nochmal, dann werfen die nochmal alles nach vorne und dann kommt noch ein 2:2. Am Ende kannst du hier mit dem Glück zufrieden sein. Ja, richtig. 28 Punkte, 14 Spiele sind vorbei. Nächste Woche geht es nicht dazu. Ich habe eben vernommen, Fazit für die Hinrunde, jetzt haben wir Winterpause. Fazit für die Hinrunde, ich sage immer noch, wir sind Aufsteiger. Den Verein gibt es erst seit 4 Jahren. Wir spielen eine überragende Bezirksliga-Saison als Aufsteiger und wir sind zufrieden mit dem. Hat man denn jetzt in der Winterpause gewisse Überlegungen? Die Spieler waren sehr unzufrieden nach dem heutigen Unentschieden. Ja. Man konnte die Gesichter konnte man ablesen. Gibt es denn noch Nachbesserungen in der Winterpause? Ja, dass die Spieler enttäuscht sind, muss man verstehen, weil man jetzt 2:0 führt. Aber ein Spiel ist immer zu Ende, wenn der Schiedsrichter abgepfiffen hat. Könnte auch am Ende das Spiel hier noch verlieren. Und in der Winterpause, der ein oder andere Transfer wird auf jeden Fall vorliegen. Zurzeit sind wir noch in Gesprächen. Ich denke mal, dass wir uns mit 3 Spielern verstärken werden. Ja, dann kann man alles Gute wünschen, angenehme Feiertage, ja. Alles Gute für die Alten bzw. das neue Jahr. Und wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit dem SV Kurdistan in der Rückrunde. Ja, ich wünsche Online-Radio auch für die tolle Arbeit alles Gute und einen guten Zeit in Advent. Frohes Weihnachtsfest und guten Rutsch ins neue Jahr. Bis im nächsten Jahr. Vielen Dank, alles klar. Vielen Dank.